Putin hat einen neuen Dienstwagen. Biden hat einen neuen Dienstwagen. Der deutsche Bundeskanzler hat auch einen neuen Dienstwagen. Darf ich vorstellen? Ein wahrer Panzerwagen. Der nagelneue Mercedes S680 Guard 4MATIC. Dieser neue Dienstwagen ist ein Auto der Superlative. Und in diesem Video erfahrt ihr die 6 wichtigsten Fakten zum neuen Dienstfahrzeug des Bundeskanzlers. Bevor wir richtig losgehen, noch eine ganz wichtige Frage. Habt ihr schon ein Abo für meinen Kanal? Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um meine Arbeit zu unterstützen und natürlich damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und jetzt ist der Moment, wo das Video richtig losgeht. Also viel Spaß bei das neue Auto des Bundeskanzlers, der Mercedes S680 Guard 4MATIC. Kapitel Nummer 1: Die Geschichte der Kanzlerautos. Dienstwagen von Staatsoberhäuptern sind luxuriös, wirken mächtig und verfügen über höchste Sicherheitsstandards. Denn schließlich sollen sie ihre Insassen sicher von A nach B bringen. Das wissen wir ja schon aus meinen Videos über Staatskarossen und über die Transportsysteme des amerikanischen oder des russischen Präsidenten. Die Links zu diesen Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die Dienstwagen der deutschen Bundeskanzler sind hier keine Ausnahme. Das war übrigens nicht immer so. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Kiesinger und Willy Brandt fuhren noch Autos von der Stange. Und als deutscher Bundeskanzler gehört es sich, einen Mercedes-Benz zu fahren. Denn schließlich hat ja Karl Benz das Automobil erfunden. Helmut Schmidts Mercedes 350 SE war das erste Kanzlerauto in Sonderschutzausführung. Erst Gerhard Schröder brach mit dieser Tradition und nahm sich als ehemaliger Landesfürst von Niedersachsen mit dem VW Phaeton ein Stück Heimat mit ins Kanzleramt. Während seiner Amtszeit von 1998 bis 2005 nahm Schröder allerdings im Fond verschiedener Dienstwagen Platz. So gehörte zum Fuhrpark auch ein 7er BMW, ein Audi A8 und, aufatmen in Stuttgart, eine gepanzerte Mercedes S-Klasse der Baureihe W220. Ähnlich volatil fiel die Fahrzeugwahl von Angela Merkel aus, wenngleich Merkels Hauptstaatskarosse ein Audi A8 L-Security mit 4 Liter Biturbo V8 und 435 PS war. Deutschlands erste Bundeskanzlerin ließ sich gelegentlich aber auch in einem BMW 760 Li High Security und einem Mercedes S680 Guard chauffieren. Damit ist Olaf Scholz im Vergleich zu all seinen Vorgängern eindeutig der PS-Kanzler. Und dabei wollte er doch so viel zum Klimaschutz beitragen. Zur Geschichte der deutschen Kanzlerautos werde ich noch ein weiteres Video machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und lasst ein Like da, um meinen Kanal zu unterstützen. Und wenn ihr noch mehr über Mercedes-Benz und die Kanzlerautos erfahren wollt, dann kann ich euch das Buch Mercedes-Benz – Sternstunden der Autogeschichte von Roland Löwig empfehlen. Das Buch kostet 14,99 € und den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kapitel Nummer 2: Die 11. Generation. Seit Dezember 2021 ist es offiziell. Olaf Scholz ist 9. deutscher Bundeskanzler und damit steht nach 16 CDU-Jahren unter Angela Merkel nun ein SPD-Mann an der Spitze der Bundesregierung. Doch egal, welche Partei den Kanzler stellt, sie können sich alle ein Beispiel an Mercedes nehmen. Denn insgesamt rund 50 Jahre lang haben die Stuttgarter den automobilen Kanzler gestellt. Von 1949 bis 1998 gab es keinen Markenwechsel. Die deutsche Staatskarosse war immer ein Mercedes-Benz und auch Olaf Scholz setzt wieder auf einen Benz als Dienstwagen. Präzise auf den Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC. Was außen nach einer bauüblichen S-Klasse aussieht, ist ein regelrechter Koloss auf 4 Rädern. Die Mercedes-Benz-Baureihe 223 ist die 11. Generation der S-Klasse von Mercedes-Benz. 2014 erschien der S600 Guard und diese S-Klasse bot bereits einen enormen Schutz für die Insassen. Nun legt Daimler eine weitere Panzerversion der aktuellen S-Klasse nach, mit einem Schutzkonzept, das die Voraussetzung der höchsten ballistischen Prüfstufe für Zivilfahrzeuge, der Stufe VR10, erfüllt. Und das zu erfüllen war gar nicht so einfach, weil das staatliche Beschussamt in Ulm, ja, es gibt wirklich Beschussämter, also dieses staatliche Beschussamt in Ulm hat für die Zertifizierung der Schutzklasse die Prüfverfahren teilweise geheim gehalten. Was allerdings nicht geheim ist, sind die Zahlen zum neuen Kanzlerautos. Und das bringt uns zu Kapitel 3. Kapitel Nummer 3: Gewichtsklasse Super Schwergewicht. Das neue Spielzeug des Bundeskanzlers ist eine bis zu 190 km/h schnelle Festung mit Allradantrieb, die noch nicht einmal 12,5 Kilo Sprengstoff knacken könnten. Aber dazu später mehr.
Die gepanzerte S-Klasse wiegt mit 4,2 Tonnen, fast doppelt so viel wie ihr ziviler Bruder, und kostet mit 544.000 Euro doppelt so viel wie ein Maybach S680 von der Stange. Ach ja, die Frontscheibe allein bringt 120 Kilo auf die Waage. Um die schwere Limousine zu bewegen, verbaut Mercedes einen 612 PS starken Ottomotor mit 12 Zylindern in V-Anordnung mit Biturbo-Aufladung mit der internen Bezeichnung M279. Dieser hier verbaute V12-Motor hat 6 Liter Hubraum und das maximale Drehmoment beträgt 830 Newtonmeter ab 2000 Umdrehungen pro Minute. Der Mercedes S680 Guard scheint die gleichen Maße wie die Mercedes-Maybach-Serie Z223 zu haben. Damit ist der Kanzler-Mercedes 2 Meter und 11 cm breit, 1,51 Meter hoch und 5,47 Meter lang. Der Radstand beträgt 3,40 Meter. Laut Mercedes beträgt die Produktionszeit 51 Tage für diese mobile Sicherheitszelle. Zum Vergleich, ein moderner VW Golf wird circa in einem Tag gebaut. Und um die 4,2 Tonnen zu bewegen, muss schon wie erwähnt ein V12-Motor her, der bei BMW bereits auf das Abstellgleis gerollt ist und sonst eigentlich nur noch in Supersportwagen zu finden ist, falls die Grünen das nicht auch schon verboten haben. Und damit sich dieser schwere Panzer auch abseits asphaltierter Straßen nicht gleich festfährt, hat er zudem den Mercedes-Benz Allradantrieb, was die Bezeichnung 4MATIC schon verrät. Die neue gepanzerte S-Klasse gibt es ausschließlich mit Allradantrieb. Bisher hat Mercedes seine gepanzerten Limousinen immer mit Hinterradantrieb ausgeliefert. Das waren und sind zwar schwer auf der Straße liegende Fahrzeuge, die überraschend agil und gut fahren, aber gerade in Sachen Agilität auf rutschigen Untergründen sorgt der Allradantrieb noch für ein ordentliches Bewegungsplus. Mercedes kombiniert zum ersten Mal in dieser Kanzler-S-Klasse einen Allradantrieb mit einem V12-Motor. Natürlich kann man mit so einem fetten V12-Motor auch schneller als 190 km/h fahren, aber aus Rücksicht auf die schusssicheren Reifen werden den 612 PS des 830 Newtonmeter starken V12-Motors bei 190 km/h Einhalt geboten. Für eine Annalena Baerbock wären 190 km/h ohnehin schon viel zu viel. Apropos Annalena, auch die Umwelt bekommt den Dienstwagen von Olaf Scholz mit Allradantrieb, 6 Liter V12 Motor und 612 PS zu spüren, weil der Verbrauch nach WLTP nämlich bei unglaublichen 20 Litern pro 100 Kilometern liegt. Also Nachhaltigkeit geht anders, lieber Olaf. Wie schon angedeutet, ist der S680 Guard extra für Staatsoberhäupter, Wirtschaftslenker oder jede Art von VIPs konzipiert, die besonderen Wert auf Sicherheit legen. Von außen soll dem Fahrzeug natürlich nicht anzusehen sein, dass es sich um eine uneinnehmbare Festung handelt. Deshalb wurde hier eine Mercedes S-Klasse auf eine komplett geschützte Sicherheitszelle montiert, womit wir zu Kapitel 4 kommen. Kapitel Nummer 4: 300 Kugeln und 12,5 Kilo Sprengstoff. Das Fahrzeuginnere ist von einer Alu-Außenhaut umgeben, die laut Mercedes als Designhülle dient und für eine unauffällige Optik sorgen soll. Insgesamt sind 2 Tonnen Panzerung als integraler Bestandteil des Aufbaus im Auto untergebracht. Damit ist das Auto ausreichend gepanzert, um seine Insassen vor schweren Explosionen und einem Angriff mit Handgranaten zu schützen. Die Prüfung erfolgte durch das Beschussamt Ulm, der einzigen Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen, Munition und Sicherheitstechnik in Baden-Württemberg und einem der modernsten Institute dieser Art. Die neue S-Klasse Guard erfüllt die Anforderungen der höchsten zivilen Schutzklasse VR10 nach der Richtlinie VPAM BRV in der Fassung Nummer 3. BRV steht für Bullet Resistant Vehicles. Karosserie und Scheiben müssen dabei einem Beschuss aus einem Sturmgewehr mit entsprechender Stahlhartkernmunition standhalten. Und um dies zu gewährleisten, wurden Untersuchungen des staatlichen Beschussamtes Ulm mit sogenannten Biofidel-Dummies durchgeführt, welche Knochen und Weichteile des Menschen besonders stark ähneln. Im Verlauf der Prüfung feuerten Mitarbeiter des Beschussamtes insgesamt 300 Kugeln auf den Mercedes, ohne dass die Dummies im Inneren auch nur einen einzigen Schaden davongetragen hatten. Und zusätzlich entspricht der S680 Guard 4MATIC ebenfalls den Anforderungen des Bundeskriminalamts BKA. Also mehr Sicherheit geht nicht. Das bedeutet, dass zukünftigen Insassen weder ein Kugelhagel aus Maschinengewehren oder entsprechende Sprengladungen etwas anhaben werden. Erstmals wurde ein spezifischer Panzerrohbau aus Schutzelementen entwickelt, der den Innenraum zu einer maximal geschützten Zelle werden lässt. Und man muss schon ganz genau von außen hinsehen, um die Unterschiede zur Serienlimousine zu erkennen.
So sind erst auf den zweiten Blick die armdicken Fensterscheiben, zusätzlich ausgestattet mit einem Polycarbonat-Splitterschutz auf der Innenseite und einem hydraulischen Notfensterheber, oder die Reifen mit dem PAX-Notlaufsystem von Michelin zu erkennen. Dank des PAX-Notlaufsystems kann der neue Kanzlerpanzer fast jeder Gefahrensituation entfliehen, und im Falle eines platten Reifens kann laut Mercedes noch eine Strecke von 30 Kilometern gefahren werden, um die wertvolle Ladung in Sicherheit zu bringen. Außerdem verfügt der S680 Guard über ein automatisches Brandschutzsystem, also über eine Feuerlöschanlage, die etwa im Falle eines Brandanschlags selbstständig auslöst und den Brand bekämpfen soll. Weiter sollen die Fahrzeuginsassen vor eindringendem Rauch oder Gift und Reizgasen geschützt und mit Frischluft versorgt werden. Dafür sorgt ein Frischluftüberdrucktank für eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr. Und zur weiteren Ausstattung gehört eine Sirene, Blitzleuchten, Funkgeräte sowie ein gefährdeten Alarmsystem. Und wo wir schon über die Ausstattungen reden, können wir auch schon gleich zu Punkt 5 überleiten. Kapitel Nummer 5. Weicher Kern mit exklusiven Ausstattungen. Eine sehr interessante Neuigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell ist zwar versteckt, aber ganz schön wichtig. Die Türen des Mercedes S680 Guard sind wegen ihrer Panzerung so schwer, dass ein elektromechanisches System beim Öffnen helfen muss. Und daher arbeiten diese schweren Türen jetzt mit Servoaktuatoren. Ein Aktuator kann ein Elektromotor sein. Und wenn die S-Klasse an einer Straße mit Hang stehen bleibt, lässt sich die wuchtige Tür noch schwerer öffnen, als sie ohnehin schon ist. Die Tür ist dann so schwer, dass der entsprechende Bodyguard beide Hände braucht, um die Tür zu öffnen. Und das Sicherheitsprotokoll schreibt meistens vor, dass der im Fahrzeug sitzende Passagier nicht selbst die Tür von innen öffnen darf. Dank dieser Aktuatoren bzw. der im S680 Guard verbauten Elektromotoren kann der Bodyguard jetzt auch die Tür mit Anstiegen mit nur einer Hand öffnen und hat dann die andere Hand für eventuell nötige Verteidigungshandlungen frei. Außerdem sind so die Türlager geschützt, falls das Auto mit schon geöffneter Tür ruckartig anhält. Ohne diese Aktuatoren besteht die Gefahr, dass die Tür der Trägheit folgt, was wiederum die Türlager beschädigen könnte. Seit meinem Video über Wladimir Putins Stil zu reisen, wissen wir, dass auch Präsidenten und Bundeskanzler gerne auch mal stilvoll und komfortabel und versägt sind. Und von daher soll sich natürlich auch der deutsche Bundeskanzler auf seinen Dienstfahrten wohlfühlen. Und deswegen besitzt der neue Kanzler Mercedes mehrere Monitore und die neuesten Kommunikations- und Informationssysteme, welche man für die Arbeit als Bundeskanzler so braucht. Und die hinteren Ledersitze können natürlich für ein Nickerchen zwischendurch zum Liegen ausgefahren werden. Selbst fahren darf der Kanzler das Auto hingegen nicht. Erstens bräuchte er dafür einen zusätzlichen Führerschein und zweitens verbieten Sicherheitsgründe, dass der Regierungschef hier selbst an die Hand ans Steuer legt. Standardmäßig hat Mercedes daher den Platz hinten rechts für Staatsoberhäupter reserviert. Kapitel Nummer 6. Die sicherste Panzerlimousine der Welt. Mercedes legt mit dem S680 Guard 4MATIC ein weiteres Schalt ins Feuer des Kampfes um die sicherste Panzerlimousine der Welt, den sich verschiedene Premiumhersteller seit Jahrzehnten schon liefern. So haben in Deutschland BMW und Audi ebenfalls Panzerversionen ihrer Luxusliner im Angebot, wie etwa den ab Werk gepanzerten A8 von Ex-Bundeskanzlerin Merkel. Bentley, Volvo oder Jaguar Land Rover bieten auch gepanzerte Fahrzeuge an. Aber sie werden meist von einer Spezialfirma mit der Panzerung erst nachgerüstet. Und was die ballistische Prüfstufe betrifft, ist der S680 Guard 4MATIC mit der Schutzklasse VR10 seinen Kollegen haushoch überlegen. Der Besitz der aktuell sichersten Serienlimousine der Welt ist nicht nur VIPs vorbehalten. Unter einer Bedingung kann jeder die extra lange und extra sichere S-Klasse kaufen. Für den Fahrer oder die Fahrerin ist aufgrund des hohen Gewichts ein LKW-Führerschein oder eine vor 1999 erworbene Fahrerlaubnis für PKW, also die alte Führerscheinklasse 3, vonnöten. Auch wenn der Preis des Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC hoch wirkt, dürfte die Gewinnmarge bei diesem speziellen Fahrzeug nicht allzu ausufernd sein. Der S680 Guard sieht zwar aus wie eine S-Klasse, ist aber unter dem Blech ein vollkommen anderes Fahrzeug, was hohe Entwicklungs- und Produktionskosten bedingt. Ein Geschäft wird für Mercedes außer Signalwirkung des Autos werden. Wenn ein Staatsoberhaupt so ein Auto fährt, dann weckt das in vielen Ländern Begehrlichkeiten bei wohlhabenden
Kunden, ein ähnliches Fahrzeug fahren zu wollen. Und wir wissen zum Beispiel, dass Präsident Erdogan in der Türkei auch gerne mal Mercedes fährt. Und für den optimalen Schutz kaufen einige Kunden eine gepanzerte S-Klasse und dazu noch 10 ungepanzerte Dubletten. In der Kolonne mit den zum Verwechseln ähnlich aussehenden Fahrzeugen ist das gepanzerte Fahrzeug dann noch viel schwerer auszumachen. Das Konzept kennen wir schon vom Transportsystem des amerikanischen Präsidenten oder des russischen Präsidenten. Dazu sei nochmal an dieser Stelle auf meine Videos zu diesen Themen verwiesen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr über Mercedes-Benz erfahren wollt, dann sei an dieser Stelle auch nochmal das Buch Mercedes-Benz – Sternstunden der Autogeschichte von Roland Löwig erwähnt. Das Buch ist ein Muss für jeden überzeugten Mercedes-Fahrer oder Mercedes-Fan. So gut wie die gesamte Modellhistorie wird in diesem Buch bis etwa 2020 aufgeführt. Die gebundene Ausgabe kostet 14,99 € und ich würde das Buch jederzeit wieder kaufen. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was denkt ihr jetzt eigentlich über den neuen Kanzler Mercedes? Würdet ihr gerne damit fahren oder doch lieber mit dem Audi A8 oder einem BMW 7er? Ich persönlich bin von den Sicherheitsaspekten beim Mercedes S680 Guard 4MATIC überzeugt. Schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich lese mir wie immer alle Kommentare durch und freue mich auf eine spannende Diskussion. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Bis bald, euer HP.